Frau Präsidentin, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also erstmal möchte ich sagen, ist es eigentlich nicht angebracht, so einen wichtigen Vertrag zu so später Stunde überhaupt hier zu debattieren. Da frage ich mich, warum der so spät aufgesetzt wurde. Und dazu ist es eigentlich auch inakzeptabel, dass wir ihn jetzt erst debattieren, nachdem Angela Merkel und Macron ihn ja bereits unterzeichnet haben. Auch diese Reihenfolge stimmt nicht. Der Aachener Vertrag als Nachfolger des Élysée-Vertrags von 1963 ist aber nur auf den ersten Blick wie sein Vorläufer ein Freundschaftsvertrag. Denn zentral geht es beim Aachener Vertrag um einen binationalen Aufrüstungsvertrag. Das Kernstück des Vertragswerks ist die Aufrüstung im Rahmen einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und es ist die Stärkung der jeweiligen Rüstungsindustrie, insbesondere durch noch schwammigere Rüstungsexportrichtlinien als die bisher geltenden. Ich frage Sie, braucht die deutsch-französische Freundschaft wirklich gemeinsame Aufrüstungsanstrengungen? Ist dies denn die Lehre aus Verdun, gemeinsam Rüstungsgüter zu produzieren und in Zukunft leichter in Diktaturen wie Saudi-Arabien exportieren zu können? Das ist doch wirklich völlig verantwortungslos. Und es führt die großartige Erfahrung der Versöhnung auch völlig ad absurdum. Deshalb lehnt meine Fraktion diesen Aufrüstungsvertrag ab. Und es ist ein Armutszeugnis, muss ich schon sagen, dass Kanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron kein anderes Feld zentraler Zusammenarbeit eingefallen ist als das der Militarisierung. Welche Chancen wurden da auch versäumt, gemeinsam soziale Standards zu schützen und Arbeitnehmerinnenrechte auszubauen oder Großkonzerne wirksam zu besteuern, die übrigens, möchte ich mal sagen, Herr Scholz verhindert hat auf europäischer Ebene. Stattdessen soll die deutsch-französische Freundschaft an mehr Militär und Rüstung genesen. Das ist doch ein absoluter Irrweg. Gleich die ersten 8 Artikel im ersten Kapitel handeln ausschließlich von starker gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik. Es kommt dann erst Bildung, Kultur, Mobilität, Energiewende. Das zeigt doch schon die Gewichtung. Es gibt eine Willenserklärung zur gemeinsamen militärischen Intervention und die Einrichtung eines deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats. Wer braucht den eigentlich? Wer glaubt, dass die Schaffung eines imperialen Kerneuropas die Antwort auf die Krise der EU ist, der ist entweder naiv oder er ist völlig verantwortungslos. Denn dies ist nichts weiter als ein Schritt zur Zerstörung der Europäischen Union. Sie missachten damit nämlich nicht nur die anderen EU-Mitgliedstaaten, sondern auch die Parlamente. Und deswegen kritisieren wir und lehnen wir diesen Vertrag auch ab. Und ich möchte noch mal sagen, es war wirklich ein ungeheuerlicher Vorgang, dass der Bundestag nach der Unterzeichnung des Vertrags und der Ausarbeitung des dazugehörigen Parlamentsabkommens erst durch die Medien erfuhr, dass es ein Geheimabkommen zum Aachener Vertrag gibt, das deutsch-französische Rüstungsexporte erleichtern soll. Damit können Rüstungsgüter, die mit deutscher Beteiligung entwickelt worden sind, an den deutschen Rüstungsexportrichtlinien und Exportkontrollen vorbei an kriegsführende Drittstaaten verkauft werden, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Und das trotz gegenteiliger Aussagen im Koalitionsvertrag. Damit tricksen Sie ja eigentlich auch die eigenen Kollegen und Kolleginnen und auch Ihre Wähler und Wählerinnen aus. Das ist keine deutsch-französische Freundschaft, das ist Geschäftemacherei mit dem Tod. Und es passt zur Ignoranz der Parlamente, dass im Vertrag selbst eine parlamentarische Kontrolle für die enge deutsch-französische Kooperation bei Militär und Rüstung nicht einmal erwähnt wird. Es ist wirklich beschämend, dass selbst der Wilhelminische Reichstag hier mehr Rechte hatte. Das Europa von Merkel und Macron à la Aachener Vertrag ist eine bizarre Mischung aus Aufrüstung und Kriegsvorbereitung sowie neoliberaler und autoritärer Orientierung und das noch im Namen der Völkerfreundschaft. Denken Sie an die Redezeit. Genau. Und dieses Europa verdient jeden Widerstand ganz im Sinne von Liberté, Egalité, Fraternité für wirklichen Frieden, soziale Gerechtigkeit und Internationalismus. Vielen Dank, Heike Hensel. Nächste Rednerin in der Debatte, Dr. Franziska Brandner für Bündnis 90 Die Grünen.